Jessica, wie unterstützt sie der Greifarm im Alltag? Also der nimmt mir zum Beispiel das Essen ab, beziehungsweise unterstützt mich dabei, indem ich Brot alleine essen kann oder auch alleine trinken kann oder nach Sachen greifen, zum Beispiel beim Einkaufen oder wenn mir Sachen runterfallen, zum Beispiel Handtasche auf der Straße. Ich muss, es ist halt natürlich auch ein gewisser Sicherheitsfaktor gegeben, weil ich keinem fremden Menschen mehr mein Portemonnaie geben muss. Das kann ich halt selbst machen. Oder ja, Zähne putzen, schminken, Brille hochschieben, Brille ab- und ausziehen, kratzen, solche kleinen Sachen, die man eigentlich, wo man ständig jemanden fragen muss, die man aber tausendmal macht am Tag, die nimmt der Jacko einen ab. Also er gibt Ihnen viel mehr Eigenständigkeit, Mobilität. Ja. Und wie steuern Sie dieses Gerät? Gesteuert wird er über den Joystick, über den Rollstuhl, der ist integriert im Rollstuhl und über zwei Kopftaster zum Beispiel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel trinken möchte, dann fahre ich den mir vor den Mund, über den Joystick gesteuert. Jetzt möchte ich den anderen Modus wechseln, dann klicke ich hier hinten auf meinem Kopfmodus zum Hoch- und Runterfahren und dann gehe ich mit dem, kippe ich die Flasche. Und so kann ich dann selbstständig trinken. Und dann klicke ich weiter und dann mache ich es wieder zur Seite und dann ist es beendet. Herr Kuhfeld, wie funktioniert der Roboterarm? Ja, der Roboterarm ist eine Technologie. Der Name vom Arm ist Jacko. Er hat 16 Grundbewegungen, um einen normalen Ablauf eines Arms zu simulieren. Ja, er wird hauptsächlich eingesetzt für Rollstuhlpatienten, um denen zu ermöglichen, die halt ihre Arme nicht mehr über ihre oberen Extremitäten bekommen, halt zu ermöglichen, wieder zu trinken, sich zu jucken, zu kratzen etc. Dafür wird er hauptsächlich eingesetzt. Wie ist denn die Vergütungssituation in Deutschland? Genau, also das Produkt ist CE-Kennzeichen geprüft. Derzeit dürfen wir über die Kassen abrechnen, über die 24 rechnen wir mit Sanitätshäusern zusammen, weil wir sind Hersteller ab. Und haben bis jetzt auch gute Erfahrungen gemacht, dass die Kasse den Arm akzeptiert.